Was haben wir denn da für ein heißes Gestell? Seht ihr das, was ich sehe, Männer? Na und wie? Das ist genau das, was ich suche. Glücklicherweise gibt's kein Gesetz, das mir das Träumen verbietet. Ich sorg mal für eine bessere Sicht. Verzeihen Sie bitte. Meine Freunde und ich fänden es echt nett, wenn Sie vielleicht zur Seite gehen könnten. Sie stehen im Weg. Das ist wirklich eine wahre Schönheit. Sowas hätte ich auch gern bei mir zu Hause. Bill, ich bin nicht verheiratet, aber fühlt sich so Liebe an? Ja, außerdem kannst du die anmachen und einschlafen, ohne dass sie dich ankeift. Drei Riesen, so ein Liebchen kann ich mir nicht leisten. Halt, Jungs, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Das ist das Vorführmodell und hat zufällig einen wunderbaren Kratzer an der Seite. Das Prachtstück kostet nur $1000 dank Angestelltenrabatt. Und ich, Blödmann, hab vom letzten Monatsgehalt neue Bremsen für meinen Wagen gekauft. Ein ziemlich gutes Angebot. $1000? Ja, eigentlich wollte ich ihn mir selbst kaufen, aber ich spare darauf, das Tattoo auf meinem Rücken in Farbe nachstechen zu lassen. Und, willst du ihn dir kaufen? Nein, Judy wäre auch bei $1000 nicht einverstanden, was echt unfair ist, weil ich verdammt hart arbeiten muss für mein Geld. Ein Kundendienstmitarbeiter bitte in die Sanitärabteilung. Ich nicht. Ich nicht. Ach, so ein Mist. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead my tracks with only just one look. Now when the lights go down. Eine kleine Überraschung für dich. Ich habe uns deinen Lieblingsfilm ausgeliehen. Seit der Zärtlichkeit, Bill? Ich habe uns deinen Zweitlieblingsfilm ausgeliehen. Wie süß von dir, grüne Tomaten. Ich habe einen Film ausgeliehen. St. Elmo's Fire. Oh, diesen Film liebe ich. Dass es darin nicht um einen Großbrand geht, weißt du ja, oder? Na sicher. Es geht um eine Gruppe von College-Absolventen. Sie dachten, sie würden für immer Freunde bleiben, aber ein Immer gibt es nicht. Mit einer kurzen Nacktszene. Und wieso ein Frauenfilm? Ich sah ihn da stehen und erinnerte mich daran, dass wir ihn zusammen im Kino gesehen haben. Ich habe dich angesehen und dachte so bei mir, das ist die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Oh, Bill, das ist ja so süß. Ach, unser Fernseher ist viel zu mickrig. Ich wusste es. Was denn? Du willst einen neuen Fernseher. Nein, das wäre doch völlig verrückt. Ich will nur ein leicht beschädigtes Vorführmodell und dank meines Mitarbeiterrabatts kriege ich praktisch noch Geld dazu. Und wie viel bekommst du dazu? Sie zahlen $2 der $3000. Aber so viel Geld können wir nicht ausgeben, Bill. Ich wusste, dass du das sagen würdest und daher habe ich auch schon eine grandiose Lösung für das ganze Problem. Das wäre das erste Mal. Gewonnen. Du weißt doch ganz genau, dass wir uns bei finanziellen Entscheidungen immer beide einig sein müssen. Na gut, alle, die für einen neuen Fernseher sind, heben die Hand. Hey, das zählt nicht. Da will wohl jemand seine abgegebene Stimme zurückziehen, hä? Hey, lass das. Ist ja gut, komm her. Widmen wir uns jetzt unserem Schmalfilm. Hi. Hallo, Linda. Na, was macht ihr? Wir gucken einen Film. Oh, St. Elmo's Fire. Andrew McCarthy und Rob Lowe. Wow, die zwei würde ich auch nicht von der Bettkante schubsen. Die bräuchtest du nicht zu schubsen, weil sie von allein wegrennen würden. Willst du ein Bier? Ja, das wäre schön. Bill, da ist eine Spinne auf deinem Bein. Wo? Ups, hab mich wohl geirrt. Aber da du schon stehst, holst du uns ein Bier? Oh, toller Abend, als hätte ich's gewusst. Kein neuer Fernseher, ein bescheuerter Film. Und die Tüte Schokobonbons, die ich auf dem Heimweg gefuttert habe, macht jetzt richtig Ärger. Hier ist schon mal die Hälfte des Geldes, das du mir geliehen hast. Moment, kleinen Augenblick mal. Was hast du gerade gesagt? Dass ich schon mal die Hälfte zurückzahle. Judy hat dir irgendwann Geld geliehen? Aber daran, dass wir uns beide bei dieser finanziellen Entscheidung einig gewesen sind, kann ich mich gar nicht erinnern. Sieh mal, da ist ja die Nacktszene. Du hast dir also Geld geliehen, ohne es mir zu erzählen. Bill, das war ein Notfall, wirklich. Ihr Wagen hat ein neues Getriebe gebraucht. Außerdem zahlt sie uns das Geld zurück, wenn sie nächste Woche ihren Bonus kriegt. Ja, wie ich das immer tue. Ach, Linda. Wie du das immer tust. Alles klar, jetzt verstehe ich. Es gibt eine Ausnahme bei unserer Geldregel. Und die ist ungefähr so groß. Es ist ein immenser Unterschied, ob man Geld für einen Fernseher ausgibt oder jemandem Geld leiht, der in der Klemme steckt. Zum Beispiel, als ich mir für ein Date die Zähne habe bleichen müssen. Hältst du bitte sofort deinen Mund?
Geld auszugeben ist etwas anderes, als welches zu verleihen. Hast du es ausgegeben, siehst du es nie wieder. Wenn du es nur auslegst, kriegst du es aber zurück und das nennt sich Leihen. Allein. So triffst du ja auch unsere finanziellen Entscheidungen allein. Okay, ich hab schon verstanden, Bill. Wie schön, weißt du was? Ich gehe in die Bar und zisch noch ein paar Bierchen und ich werde dich nicht fragen, ob ich die kaufen darf. Ich treffe nämlich diese finanzielle Entscheidung allein. In meinem Portemonnaie sind 20 Dollar. Danke. Julie und ich haben uns entschieden, dass wir diese Kiste nicht kaufen. Ach was, Mami hat es dir wohl verboten? Nein, Judy und ich haben gemeinsam die Entscheidung gefällt, dass es etwas übertrieben wäre. Mami hat es also doch verboten. Nur weil ich ihr erlaubt habe, es mir zu verbieten. Du wirkst echt tough, wenn du so spurst. Deswegen heiratet man keine hübschen Frauen, die sagen dir, was du zu tun hast. Aber heiratest du eine mit Eiterpickeln und dicken Schenkeln, die trägt dir das Ding sogar noch nach Hause. Mann, einer von uns muss sich dieses Teil kaufen. Ja, dann könnten wir uns jeden Sonntag treffen und uns das Spiel ansehen. Ich habe 600 Dollar für mein Tattoo zusammengespart. Und 100 würde ich zusätzlich für meinen Wagen kriegen. Aber das sind dann leider immer noch 300 Dollar zu wenig. So viel Asche kriege ich bis nächste Woche nicht zusammen. Es sei denn, es leiht mir einer was. Warte. Sagtest du was von Leihen? Ja. Aber natürlich ja, du wirst dir etwas leihen. Soll das ein Scherz sein? Keine Bank leiht mir was. Schon möglich, du warst ja auch noch nie bei der Billbank, mein Freund. Ist das nicht neben dem Stripclub in der Hortstadt? Ja, richtig, manchmal. Ja. Hör zu, irgendjemand erzählte mir mal, wenn man Geld ausgibt, dann ist es weg. Aber wenn man Geld verleiht, dann kommt es wieder zurück. Kapiere ich nicht. Ich leihe dir das Geld, damit du den Fernseher kaufen kannst und darf dafür als Gegenleistung jederzeit zu dir kommen und fernsehen. Na, hoffentlich erlaubt dir das deine Mami. Karl, ich bin der Herr im Haus. Ich nehme die Regeln, die sie aufstellt und drehe und biege sie, wie es mir gefällt. Ah, Junge, ihr von der Sanitärabteilung seid echt clever, ehrlich, Hut ab. Unser Motto, mit uns machen sie gern Geschäfte. Große genauso wie kleine. Schon wieder nicht kapiert, entschuldige. Dusche ist so kalt, ich hätte fast Frostbeulen gekriegt. Unser Durchlauferhitzer ist heute Morgen kaputt gegangen, Lauren. Ich hatte extra ein Schild an die Badtür gemacht. Was für ein Schild? Oh, mach das an die Badezimmertür. Ich will aber irgendwann mal wieder duschen. Also schön, nach dem Essen koche ich Wasser und dann kannst du baden. Wohnen wir in einem Entwicklungsland oder was? Ja, und nun geh hoch, sonst verheirate ich dich mit irgendwem. Ach, ich bin froh, dass du da bist. Ja, es ist beruhigend, wenn der Herr im Haus zur Tür hereinkommt. Halt. Warum bist du froh, dass ich da bin? Halt. Wieso bist du der Herr im Haus? Gut, dass du mich das fragst. Ich hatte heute das Vergnügen, meine neue finanzielle Freiheit zu nutzen. Bitte sag mir, dass du den Fernseher nicht gekauft hast. Natürlich nicht, denn gestern wurde ich darüber aufgeklärt, dass man ausgegebenes Geld nicht wiederbekommt. Aber wenn man Geld verleiht... Was hast du getan? Ich habe Jeff aus der Elektronikabteilung Geld geborgt, damit er den Fernseher kaufen kann. Was unserem Gespräch von gestern Abend zur Folge ja nur eine Stimme erfordert. Ding! Aber Bill, wenn hier irgendwas kaputt geht und wir schnell Geld brauchen, was machen wir dann? Ach, ich bitte dich, nichts dergleichen wird passieren, Mrs. Schwarzmalerin. Gib's auf, Schatz. Ich hoffe, dass du recht behältst. Ach, tu mir doch mal den Gefallen und fülle ein bisschen heißes Wasser in den blauen Topf da. Gern. Und wie ich recht behalten werde... Ich habe nämlich einen Weg gefunden, wie ich zu einem Großbildfernseher komme, ohne Geld dafür auszugeben. Toll, du bist ein super-duper-Genie. Erzähl ruhig weiter. Da ist wohl einer neidisch, weil ich ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen habe. Es geht gar nicht ums Geld, oder, Judy? Es geht hier um Macht. Wer sie hat und wer sie nicht hat. Was ist denn nun mit dem Wasser? Es ist noch nicht heiß. Also, in Zukunft habe ich die Möglichkeit, Football völlig neu zu genießen. Jeden Sonntag bei Jeff auf dem Großbildfernseher, der uns summa summarum 0 Dollar kostet. Ich würde sagen, damit ist das Thema wohl vom Tisch. Eine schöne kleine Geschichte, aber ich habe noch eine viel schönere. Unser Durchlauferhitzer ist kaputt. Ende der Geschichte. Wie bitte, er ist kaputt? Ja, du kannst ruhig damit aufhören. Abschließende Frage. Wer ist der Ansicht, dass Bill eine blöde Entscheidung getroffen hat? Ding! Warum ist dieses Mistding im Eimer? Keine Ahnung, jedenfalls brauchen wir einen neuen. Also hol dir von Jeff das Geld wieder. Wieso? Hol du dir doch das Geld von Linda wieder. Schon geschehen, es reicht aber nicht für einen neuen Durchlauferhitzer. Na schön, dann repariere ich eben den alten. Das kann ja wohl kaum so schwer sein. Ach, du bist kein guter Handwerker. Doch, natürlich, Judy. Ich habe das Geländer an der Kellertreppe repariert und werde auch den Durchlauferhitzer reparieren. Oh, das
gesamte Geländer. Ich hole mir das Geld von Jeff. Ja. Hallo Carl, ich dachte, du hättest heute frei. Hab ich auch. Mein Kabelanschluss ist kaputt. Und wieso hast du dann deine Dienstklamotten an? Ich wollte nicht wie so ein Verlierer aussehen, der sich an seinem freien Tag Cartoons reinzieht. Hast du Jeff gesehen? Das fehlte mir noch. Kranke Menschen finde ich ziemlich eklig. Was? Hast du es noch nicht gehört? Jeff hat sich das Becken gebrochen, als er den Großbildfernseher zu sich schaffen wollte. Er liegt sozusagen flach und ist bei seiner Mutter. Das Becken gebrochen? Das klingt ja furchtbar. Ja, wirklich furchtbar. Weil er nun 2 Monate vor einem Großbildfernseher im Bett liegen und Leute empfangen muss, die sich um sein Becken kümmern. Und falls du nicht weißt, wo sich das Becken befindet, es handelt sich um diese Gegend. Sehr witzig. Und wie kommt er an Geld für Essen, die Miete und für die Rückzahlung an mich? Ich habe angefangen, für ihn zu sammeln. Das ist klasse, Carl. Wie viel hast du schon? Naja, $10 bestimmt. Ach, Carl. Das kannst du doch wohl noch besser, oder? Na ja, die meisten Leute sind nicht gerade großzügig, wenn sie den Namen Jeff Hackman lesen. Was? Augenblick mal, das ist Jeff Hackman? Du meine Güte, ich verleihe Geld an Jeff, die Kohle ist weg, Mann, Hackman. Weißt du, wieso er diesen Spitznamen... Ach, halt's Maul! Mist! Ist das Badewasser schon warm? Ein bisschen. Ich finde das ätzend. Wie lange ist das Ding denn noch kaputt? Keine Ahnung, vielleicht noch einen Tag. Du hast doch mit Dad über Finanzen geredet. Ich hab da ein tolles Computerprogramm. Hey, warte mal, wo ich gerade Computer höre. Wie viel würden wir für deinen PC bekommen? Hallo. Das klingt nicht nach einem Ich habe das Geld, das unsere Probleme löst, hallo. Nein, aber ich hab Blumen für dich. Du gibst Geld für Blumen aus? Nein, die sind für Jeff geschickt worden. Wieso werden die für Jeff geschickt? Ist der etwa tot? Nein. Er hat sich nur das Becken gebrochen. Wie kam's denn dazu? Als er den Fernseher nach Hause geschleppt hat. Ich nehme an, dass du das Geld nicht bekommen hast. Was ist bloß los mit dir? Ein Mann liegt mit gebrochenem Becken da nieder und du denkst nur an dieses blöde Geld. Du machst mich manchmal wirklich richtig wütend, Jody. Ich fand es noch nie überzeugend, wenn du so tust, als wärst du wütend. Das macht mich so richtig böse. Nur weiter, Bill. Ganz bestimmt wird das eine lustige Vorstellung. Weißt du was? Auf dem Heimweg habe ich darüber nachgedacht, warum wir das Geld nicht haben. Was soll das heißen? Ja, du machst das alles mit dem Geld und bist dir sowas von sicher, dass wir kein Geld übrig haben. Ich bin Kaufmann von Beruf. Ich möchte wetten, wenn ich unsere Bücher durchforste, dass ich noch ein paar $100 finde. Oh, du würdest in einem Haufen Hunderter keine paar $100 finden, mein Guter. Na dann, lass mal sehen. Oder hast du Angst, ich finde dein ganzes zur Seite geschafftes Geld? Oh, wie du möchtest. Machen wir uns auf die Suche nach dem versteckten Geld. Das wird ein Spaß. Fangen wir mit dem blauen Ordner an. Oh, der blaue Ordner. Wahnsinn, ein Farbsystem hast du auch schon. Hier ist unser monatlicher Kontoauszug, auf dem steht, was wir monatlich einnehmen und auch was wir ausgeben. Wow, wir nehmen mehr ein, als wir ausgeben, siehst du? Das ist doch toll. Tja, das wäre es wirklich, wenn es nicht noch den roten Ordner gäbe. Okay, dann können wir schon einiges Geld sparen, wenn wir einen Ordner abschaffen. Gut, schreib mal die 39 Cent gleich auf den Block. Alles klar, Schatz. Der rote Ordner enthält alle regelmäßig anfallenden Rechnungen und auch diese Abrechnung für die Kreditkarte. Wow, welcher Idiot hat uns so ein Dispo gegeben? Hier sind die unvorhergesehenen Rechnungen. Eine vom Arzt, die ist vom Zahnarzt, für den Sport der Kinder, Tanzunterricht, Schulausflüge, dann die Rechnungen, die monatlich anfallen. Der Kredit fürs Haus, Telefon, die fürs Gas, Autoversicherung. Ja, stopp, ich gebe auf. In diesem Monat ist es besonders schwierig, die neuen Reifen für den Wagen, die Grundsteuer ist fällig. Nun weißt du also, warum du nicht unüberlegt Geld verleihen kannst. Aber du hast doch Linda auch welches geliehen und wenn ihr was zugestoßen wäre? Sie hätte von einem Auto überfahren oder vor einen Zug gestoßen werden können. Oder von 2 Elefantenbullen, die aufeinander zurasen, zerquetscht werden. In der Badewanne hätte sie... Anscheinend hast du viel darüber nachgedacht. Ja, deshalb kann ich oft nachts so schwer einschlafen. Das mit den Geldangelegenheiten ist nicht leicht und ich muss alles allein machen. Immer wenn ich von unseren Finanzen rede, machst du... Judy, halt zu meiner Verteidigung. Das mache ich nur, weil das alles langweilig und schwierig ist. Genau, Bill, so ist es. Aber das tue ich doch für uns. Und wenn du mir diese Verantwortung überträgst, dann darfst du dich nicht beklagen. Andererseits hätte ich dich fragen sollen, bevor ich Linda Geld geborgt habe. Ich danke dir. Gern geschehen. Wäre das geklärt und ich muss den blauen Ordner nie wieder angucken? Ja. Wir müssen uns nur noch das Geld von Jeff wiederholen. Aber er wird nichts haben, Judy. Mag sein, aber er hat einen Großbildfernseher, der zu einem Drittel uns gehört und einen Kassenzettel. Also los! Ach, du bist so klug, mein Schatz. Warum hast du mich geheiratet? Weil ich keinen Alkohol vertrage, Bill. Guten
guten Abend. Ich bin Bill Miller und das hier ist meine Frau Judy. Ihr Sohn und ich sind Kollegen. Wir wollen ihn besuchen und sehen, wie es ihm geht. Oh, das ist ja wirklich nett von Ihnen. Wir können Jeff gut leiden. Mein Junge ist wegen der Medikamente ein wenig durcheinander. Doch das werden Sie ihm hoffentlich nachsehen. Aber kommen Sie doch bitte rein. Diese Blumen hier sind für Ihren Sohn. Oh, danke. Wie reizend von Ihnen. Das ist das Mindeste, was wir für unseren lieben, lieben Jeff tun können. Wie lange kennen Sie denn meinen Sohn schon? Schläft er? Es sieht fast so aus. 15 Jahre. Dann kannten Sie sich ja schon, als er noch mit Annie zusammen war. Oh ja, Annie. Ein Glück, dass er die los ist. Sie ist tot. Oh. Wenn jemand gestorben ist, dann muss man ihn ja auch loswerden. Ich glaube, die konnten etwas Wasser vertragen. Ich werde eine Vase holen. So, ich lenke die alte Frau ab und du knöpfst dir den Pflegefall vor. Mein Gott, wie tief sind wir gesunken. Wie geht's dir denn, mein Alter? Hey, Jeff! Bill, hey, Bill. Dieses Wort hat den Geschmack von Pfirsich. Wo ist der Fernseher? Oh, der steht in meiner Wohnung. War nicht so einfach, den nach Hause zu kriegen. Ich bin echt froh, dass ich mir nichts getan habe. Das ist vermutlich der falsche Zeitpunkt, aber unser Durchlauferhitzer ist kaputt und ich brauche das Geld, das ich dir geliehen habe für den Klempner. Klempner, Klemmeme, Kumba, Kumquat. Schmeckt irgendwie nach Kumquat. Jeff, hör zu. Tut mir leid, aber ich muss den Fernseher wegen des Geldes zurückgeben. Gut, mach, was du für richtig hältst. Danke, klasse, großartig. Dann brauche ich deinen Wohnungsschlüssel und den Kassenzettel. Sieh mal in meiner Hose nach. Du hast deine Hose ja überhaupt nicht an. Nein, habe ich nicht. Auf dem Sofa. Alles klar. Hier lang, Schätzchen. Oh, ich bin sowas von ordnungsliebend. Ich gehe am besten vor. Hey, Bill, wir haben festgestellt, dass ich dieselbe Größe habe wie Ernie und Mrs. Heckman will mir ein paar Säcke mit ihren alten Sachen schenken. Sie sollten sie vielleicht vorher anprobieren. Ist der Kassenzettel hier drin, Jeff? Jeff! Jeff! Bill! Hey, Kumpel! Was geht ab, hä? Ich würde gern wissen, wo der Kassenzettel ist. Okay, Mann, warte. Gib her, ich werde mal nachsehen. Halt! Könntest du mir die Boxhandschuhe ausziehen? Vielen Dank. Puh, leg sie aufs Sofa. Ist gut. Ja, da ist er. Nein, das ist dein Führerschein. Verzeihung, Officer, ich bin ein bisschen betrunken. Los, gib mir die Brieftasche. Ich werde mal selbst nachsehen. Bill, komm her. Komm her. Hast du gehört, was mit Jeff passiert ist? Oh. Du bist doch Jeff. Ich bin das? Dann bin ich ja der, der sich das Becken... Hey, mach nicht so einen Krach. Was tun Sie denn da? Wieso haben Sie seine Brieftasche und die Schlüssel? Bill war ziemlich sauer, weil ich meiner Schwester Geld geliehen hatte. Deswegen hat der Jeff auch welches geliehen, damit er den Fernseher kauft. Doch nun ist unser Durchlauferhitzer kaputt und wir wollen das Geld wiederhaben. Könnten Sie uns bitte helfen? Ja, natürlich. Das tue ich sehr gern. Ich hole gleich mein Scheckbuch. Wirklich? Nein. Und jetzt verlassen Sie sofort mein Haus. Mach's gut, Jeff. Mach's gut, Jeff. Nein, du bist Jeff. Ich bin das? Dann bin ich der, der sich das... Ist ja gut, wir gehen ja schon. Naja, wenigstens kann keiner sagen, dass wir einen zugedröhnten Pflegefall wie er es ist, schamlos ausgenutzt haben. Nein, aber wir haben es versucht. Ja, Bill, versucht. Vielleicht gibt Gott uns gerade eine Chance, dass wir zwei das Richtige tun. Guten Abend. Carl, was machst du denn hier? Auch, ich will Jeff nur schnell das Geld bringen, das ich für ihn gesammelt habe. Sieht aus, als hättest du eine ganze Menge eingesackt. Ja, ich habe einfach Jeffs Namen abgemacht. Der dreibeinige Hund hat mehr gezogen. Klasse Idee. Ja, dann werde ich mal. Warte lieber noch einen Moment. Jeffs Mutter wechselt gerade seine Bettpfanne. Wie eklig. Tja, kannst du das für mich machen? Klar. Danke, echt nett von dir. Bill. Was denn? Möglicherweise hat Gott ja endlich ein Einsehen und hilft uns ein bisschen. Versuchen wir wenigstens, es ihm zu geben. Na gut, Schatz. Bill und Judy nochmal! Ich hole die Polizei! Gott hat gesprochen. Ab nach Hause!
Judy, Brian kommt nach Hause. Hör hin, ich habe die Klingel repariert. Bing, bong. Was soll das? Die Türklingel. Ich habe ein Schild reingemacht. Rufen Sie Bing, bong, und zwar laut. Funktioniert. Oh, Bill, das ist doch lächerlich. Judy, warte, warte, warte. Bing, bong. Ist das nicht ein Heuler? Was schätzt du? Wie oft ruft er noch? Keine Ahnung. Willst du Geld setzen? Bing.